Johann Wolfgang Goethe, Heidenröslein. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heiden. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Und der wilde Knabe brach das Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, es half ihm doch kein Weh und Ach, musst es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, ich spreche heute über das Gedicht Heidenröslein von Johann Wolfgang Goethe. Dieses Gedicht ist sehr bekannt. Ihr habt vielleicht auch schon Vertonungen davon gehört oder vielleicht sogar selbst gesungen. Es gilt als ein sehr volksliedhaftes Gedicht. Tatsächlich wird es auch immer als ein Beispiel für die volksliedhafte Dichtung von Goethe verwendet. Es passt auch sehr gut in die Zeit, in der Goethe geschrieben hat. Das war die Zeit der Volksliedsammlungen. Herder hat ganz viele Volkslieder gesammelt und man vermutet, dass diese Volksliedsammlungen auch eine Inspiration für Goethes Gedicht waren. Ob Goethe jetzt unter Anführungszeichen das abgeschrieben hat anderswo, spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle für unsere Besprechung, aber wir sollten einfach so im Hinterkopf haben, in der damaligen Zeit waren so liedhafte Gedichte sehr beliebt, man hat die gesammelt, man hat die für eine Bildungsschicht auch entdeckt, solche Volkslieder, deren Herkunft teilweise schwer nachvollziehbar war. Und auch Goethe war daran beteiligt, diese populären Lieder, diese populären Stoffe für eine Bildungsschicht zugänglich zu machen. So, und jetzt haben wir also dieses Heidenröslein, drei Strophen, die alle gleich funktionieren. Wir haben diesen dreifachen Reim, dieses Stehen, Schön, Sehen, also unterbrochen von Röslein auf der Heiden, von diesem Refrain, der dazwischen kommt, sah ein Knabe ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön, lief er schnell es nahe zu sehen, Reim, 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 saß mit vielen Freuden. Also wir haben das Schema A, B, A, A, B. Und dann der Abschluss dieser Refrain, Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden, der sich dann immer wiederholt am Ende von jeder Strophe. Ich möchte mich jetzt auch nicht zu lange mit der Form beschäftigen. Es ist eine bewusst einfache und liedhafte Form. Das passt auch sehr gut in die Mode der damaligen Zeit, wie gesagt. Aber schauen wir auf den Inhalt, auf die Symbolik dieses Textes. Und da ist doch ein bisschen mehr dahinter als einfach die Begegnung eines Knaben mit einer Blume auf dem Feld. Die beiden Protagonisten des Gedichtes sind klar. Wir haben auf der einen Seite diesen Knaben. Ich habe mir da immer ein Kind vorgestellt, als ich selbst ein Kind war und ich dieses Lied gesungen habe. Da habe ich mir wirklich einen kleinen Jungen vorgestellt, einen Knaben. Aber diese Vorstellung ist nicht richtig. Da versteckt sich was anderes dahinter. Da kommen wir noch dazu. Aber dieser Knabe ist definitiv kein kleiner Junge. Das ist schon ein ausgewachsener junger Mann. Noch ein sehr junger Mann. Und dann haben wir dieses Röslein, diese kleine Rose auf der Heiden. Dass es ein Röslein ist und nicht eine Rose, eine kleine Rose, das hat auch noch eine Bedeutung. Dieses Röslein ist so jung und es ist morgenschön. Schön wie der Morgen. Und dieser Morgen, der junge Tag, ist nochmal eine Verstärkung von dieser Jugend. Also diese Rose ist wirklich sehr jung. Und das spielt auch eine gewisse Rolle. Und der Knabe läuft hin zu der Rose
und freut sich an der Rose. Bis dahin klingt das alles ganz unschuldig und nett. Ein kleiner Junge, so war das immer meine Fantasie, ein kleiner Junge sieht ein wildes Röschen und freut sich, dass es so schön ist da auf dieser Heide. Aber leider ist es nicht so unschuldig und nicht so nett. Und das zeigt sich gleich in der zweiten Strophe. Der Knabe spricht jetzt mit der Rose. Ich breche dich, Röslein auf der Heiden. Er will diese Rose haben. Und die Rose sagt, nein, ich werde dich stechen. Ich werde mich wehren. Ich will das nicht erdulden. Aber die Rose kann sich nicht wehren. Sie hat zwar diese Möglichkeit zu stechen, aber ihr Stachel ist zu schwach. Sie muss sich der Kraft dieses wilden Knaben, der wilde Knabe brach das Röslein, die Kraft dieser Urgewalt des wilden Knaben muss sich diese Rose beugen und am Ende wird sie gebrochen. Und dann endet das ganz lapidar mit, muss es eben leiden. Wie gesagt, diese Geschichte ist eigentlich sehr tragisch. Und wenn wir ein bisschen auf die Geschichte des Liedes schauen, das da vertont wurde, das wurde auch sehr viel illustriert und das möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar habe ich hier auf der Seite goetheportal.de, bitte schaut auch selbst da nach, Postkarten gefunden, die diese Geschichte illustrieren. Und da haben wir eine erste Illustration von der ersten Strophe, wenn ich das mal zeigen darf hier. Ich hoffe, jetzt sieht man das. Und hier sehen wir den Knaben, der dem Röslein begegnet. Und da seht ihr schon, das ist nicht nur eine Rose, sondern das ist eine junge Frau, die hier diesem Knaben begegnet. Wie kommen wir jetzt von der Rose auf der Heide zu der jungen Frau auf der Heide? Das ist ja ein bisschen ein gewagter Schritt, möchte man meinen, aber weit gefehlt. Es ist kein gewagter Schritt, es ist nur folgerichtig. Und zwar ist es so, dass die Rose oder die Blume im Allgemeinen immer schon ein Symbol war für das Weibliche und zwar für was ganz Bestimmtes an der Frau. Und jetzt wird es sexuell. Ich glaube, ich muss eine kleine Triggerwarnung hier geben. Jetzt kommen sexuelle Inhalte. Die Blume galt als Symbol der Jungfräulichkeit, der Unberührtheit der Frau. Das heißt, solange die Frau diese Blume hat, ist sie eine Jungfrau, ist sie rein und unberührt. Und wenn diese Blume gepflückt wird, gebrochen wird, dann ist diese Frau keine Jungfrau mehr. Dann sollte sie möglichst schon verheiratet sein, dann ist alles in Ordnung, dann spielen Blumen keine Rolle mehr. Aber solange man eine unverheiratete Frau ist, ist es ganz wichtig, dass diese Blume intakt ist. Klingt auch wieder ein bisschen seltsam, aber wir müssen uns vor Augen halten, dass tatsächlich auch die lateinische Bezeichnung für den ersten Geschlechtsverkehr bei einer Frau als Defloration bezeichnet wird. Und deflorieren, Flus Flores bedeutet Blume, deflorieren heißt die Blume wegnehmen. Da sehen wir, das hat es wirklich auch in die wissenschaftliche Sprache geschafft, dieses Bild von der Blume. Männer interessanterweise haben keine Blumen, auf die sie aufpassen müssen. Frauen haben diese schöne Blume, die sie zu etwas ganz Besonderem macht. Und das ist hier das dahinterliegende Bild und das haben natürlich die Zeitgenossen von Goethe sehr gut verstanden, sehr schnell verstanden. Falls ihr Goethes Faust lest, da geht es übrigens auch um diese Blumen, die gepflückt werden. Und da gibt es einen Wortwechsel zwischen Mephisto und Faust. Und Faust möchte dieses junge Gretchen kennenlernen und er möchte mit ihr so schnell wie möglich ins Bett. Und Mephisto sagt, ja, du musst ja auch alle Blumen pflücken. Und das heißt, wenn man vom Blumenpflücken spricht, dann meint man hier das Entjungfern einer Frau. Das kann man natürlich nicht so häufig machen, das kann man nur ein einziges Mal machen und das hatte auch einen gewissen Mythos, dieses Entjungfern einer Frau, dieser Jungfrauenmythos. Wir wissen heute, dass da
schon rein physiologisch nichts dahinter ist, aber es war halt immer ein großer Mythos, dieses erste Mal einer Frau, der Mann zu sein, der diese Blume bekommt. Das ist wie eine Trophäe. Und wenn wir diesen ganzen Kontext mitbedenken und dann nochmal auf das Heidenröslein zurückkommen, dann ist es eine bittere Geschichte. Dann haben wir hier ein sehr junges Mädchen, das so morgenschön und duftend und wunderbar dasteht. Und dieser Knabe will diese Blume. Er will sie haben, er will sie pflücken, er will sie brechen. Und damit bricht er ihre Ehrenhaftigkeit und damit macht er sie eigentlich zu einem beschädigten Gut. Wie gesagt, bei Männern gibt es diese Bildsprache schon gar nicht, aber eine Frau, deren Blume schon gepflückt ist, die kannst du nicht mehr verheiraten. Das war jedenfalls so ein bisschen dieses gesellschaftliche Bild, das es damals gegeben hat. Noch etwas ist sehr wichtig in diesem Gedicht, nämlich der Standort der Blume. Diese Blume, dieses Röslein, ist eben nicht irgendwo in einem Garten, sondern auf der Heide. Und die Heide, das ist so quasi die freie Wildbahn. Eine junge Frau, alleine unterwegs, irgendwo draußen in der Natur. Für uns heute ist das ein romantisches Bild. Für damalige Verhältnisse war das unerhört. Was macht diese junge Frau da allein in der Natur? So eine Rose gehört in einen Garten. Das heißt, da gehört ein Zaun rundherum und die muss man einsperren und die muss man beschützen, damit nicht jeder Knabe daherkommen kann, um da Blumen zu pflücken. Also ihr seht, wir sind hier wirklich in einer Mentalität, die ja gar nicht, leider gar nicht so weit weg ist von der Mentalität, die es heute zum Teil auch noch gibt, aber die für uns doch zum Teil ein bisschen schwierig nachvollziehbar ist. Wie gesagt, es gibt dieses Bild, dass man Frauen einsperren muss, dass man die nicht alleine rauslassen darf, weil wer weiß, was dann passiert. Dieses Bild gibt es ja immer noch und leider ist es ja nicht so, so ungefährlich für Frauen, alleine unterwegs zu sein, bis heute nicht. Also diese junge Frau hier, dieses Röslein, alleine unterwegs auf der Heide, dann kommt der Knabe und sie hat keine Chance mehr. Das Gedicht wird also immer düsterer von diesem ersten harmlosen, netten Bild eines kleinen Jungen, der dahinläuft, diese Blume sieht und sich freut. Von diesem Bild sind wir jetzt weit weg und wir erkennen, worum es wirklich geht. Hier geht es um die Gier, hier geht es um die Lust, um diesen männlichen Blick auf eine Frau und er sieht in ihr diese Blume, die er pflücken kann und die er haben will, diese Trophäe, die er sich aneignen möchte. Und die Frau will es nicht, aber sie muss es eben leiden. Das ist dieser sehr, sehr kalte, sehr herzlose Schluss. Muss es eben leiden. Röslein Rot, warum bist du auch alleine unterwegs auf der Heide? Warum bist du nicht im Garten geblieben, wo du den Schutz einer Mauer um dich gehabt hättest? Da lässt uns hier der Autor, in dem Fall Goethe, auch ein bisschen im Stich und sagt, ja, so ist das eben. So geht's den Röslein. Da ist auch nicht so viel Mitgefühl mit der Blume da, sondern naja, so ist das halt mit den Knaben und mit den Röslein und da wird halt gepflückt und dann kann sie schon stechen, aber das nützt ihr gar nichts. Mich hat diese Kälte, diese Herzlosigkeit immer ein bisschen getroffen. Aber natürlich, das war der Geist der Zeit. Eine Frau, der das passiert, die ist schon auch selbst schuld, dass es hier passiert ist. Und die wird sich hüten, irgendwas zu sagen. Sie wird sich hüten, dieses Erlebnis mit anderen zu teilen, vielleicht mit irgendeiner ganz guten und verschwiegenen Freundin. Aber ansonsten werde ich sicher nicht sagen, was dieser Knabe gemacht hat. Und ich werde sicher nichts tun, um mir irgendwie hier ein Recht zu verschaffen. Ganz im Gegenteil, ich bin ja irgendwie selber schuld. Ich war ja außerhalb meiner Mauern, ich war ja außerhalb meines Schutzraums und deswegen ist mir das passiert. Das heißt, am Ende steht das Röslein hier beschämt, doppelt beschämt da. Einerseits ist die Blume weg und andererseits ist sie auch noch selbst schuld. Das heißt, sie muss die Schande auf sich nehmen. Denn das Knaben durch die Gegend rennen und Blumen pflücken, das ist eben so. Und da, glaube ich, können wir schon feststellen, dass wir
Fortschritte gemacht haben seit der damaligen Zeit. Trotzdem diese Mentalität, dass Frauen selber schauen müssen, wo sie bleiben und wenn ihnen was Schlimmes passiert, dann haben sie es selbst irgendwie verursacht oder vielleicht sogar selbst irgendwie gewollt. Diese Mentalität ist nicht ausgestorben, diese Mentalität ist noch da. Ich mache jetzt Goethe keinen Vorwurf, dass er dieses Gedicht aus seiner Zeit so geschrieben hat. Der Vorwurf ist uns zu machen, wenn wir es heute nicht schaffen, aus dieser Mentalität auszusteigen. Also seien wir solidarisch mit dieser Rose. Rose ist ja nicht umsonst auch ein Frauennamen. Seien wir solidarisch mit der Rose. Lassen wir sie nicht allein. Wenn die Rose auf der Heide steht, dann darf sie trotzdem ungepflückt bleiben. Das ist der Wunsch, glaube ich, für unsere heutige Zeit. Ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht schockiert habe mit dieser Interpretation des Gedichts. Wie gesagt, ich befinde mich hier in bester Gesellschaft. Das war eine Interpretation, die viele Leute, viele Zeitgenossen auch von Goethe so gesehen haben. Ich möchte euch noch einmal eine dieser Postkarten zeigen von goetheportal.de. Es gibt noch zahlreiche andere Beispiele, aber ich möchte euch dieses hier zum Abschluss zeigen. Vielleicht schaut ihr euch noch selbst auf der Seite diese Bilder an. Es ist sehr beeindruckend. Hier sehen wir noch eine Version des Rösleins im Kampf mit dem wilden Knaben. Ja, das war meine Besprechung des Heidenrösleins. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.